So, damit recht herzlich willkommen zu einem kurzen Vorstellungs-Let's Play von OMSI 2. Und zwar ist das Iveco dritte Generation erschienen. Wie wir sehen, wir haben auch gar keinen Spiegel mehr dran. Wir haben jetzt hier Mirror Cams. Das ist auch jetzt gerade das erste Mal, dass ich im Bus spawne. Ich habe jetzt vorher nichts angeguckt. Haben wir auch tatsächlich so passend zur Map das Tyrego Repaint. Finde ich sehr cool, dass das gleich mitgeliefert worden ist. Ist ein Gasfahrzeug, wie wir hier sehen. CNG und oben ein Aufbau. Da. Genau, würde ich sagen, schauen wir mal rein. Kann man von außen öffnen vielleicht? Geht nicht. Boah. Cool. Wie gesagt, ich habe es mir jetzt vorher noch nicht angeguckt. Ich wollte es mir so gleich anschauen. Boah, krass, ey, da sind ja sogar Streifen, wo man sieht, wo das Fahrzeug endet. Das ist ja geil. Also da rot müsste ja Fahrzeugende sein. Oh, es ist ungewohnt, ey, das ist ja geil. Da brauchen wir ja gar nicht mehr nach rechts gucken. Also, so krass. Aber mit viel Gang und Voigtgetriebe. Ja, ich sag mal Innenraum. Alles klar. Innenraum kennt man ja schon, sage ich mal so. Okay, muss das so? Er sitzt ein crazy. Alter, fahr mal hoch die Scheibe, na klar. Ja, wie ist das witzig? Was ist denn das? Ach, die Kasse ist doch da, gut. Können wir irgendwas machen? Nö. Was haben wir so für Funktionen? Gut, kennt man. Startschalter hat er auch. Kein Zinsch das. Bisschen Beleuchtung. Dichttest, Retarder aus. Absenken, hoch, runter. Rampe? Was ist das? Ja. Türflügelsperre. Wird ja alles schon angezeigt, vom auch alles so in Farbe hier. Das ist cool. Irgendwas machen? Nö. Ja, Ibis kennt man. So, fahren wir mal ein bisschen. Was ist denn das hier? Die Gänge zeigt der falsch an.
Zack, leise. Also in den Gängen ist ein bisschen komisch, er hat eigentlich ein Voigtgetriebe, aber machen wir jetzt nochmal. Oh, erster Gang. Zweiter. Dritter. Vierter. Ich würde gerne mal durchschalten, aber kannst du ja nicht. Aber das können wir ja schon, dieses Ding hier. Schalte mal. Ist das hier Spiegeleinstellung oder was? Soll das jetzt hier gut sein? Ach so, hier, ich sehe das Display. Was ist das hier? Prozente? Aha. Kilometer und sowas. Braucht man das alles? Nö. Luftdruck, ja, okay. Ja, alle so eine Spielchen hier. Oh, ein bisschen was machen, glaube ich, oder auch nicht. Hä? Was machen, ne? Lenkradverstellung hat er nicht, nee. Nee. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal noch das andere an. Gibt ja noch hier mehrere Versionen davon. Müssen wir mal gucken kurz. Geht sofort weiter. Aber 12 Meter, 18 Meter, ja gut, die Varianten halt. Was haben wir hier so für Daten? Ja, gut. Nicht viel, ne? Schauen wir mal uns einen Gelenkwagen an davon. Da vielleicht noch was anderes ist oder so. Ja. Metrobus, aha. Gut, da haben wir wieder... Oh, weißes Repaint. Mal durch eine Neustadt. Sind wir sowieso gerade am Arsch der Welt, das davon ist egal gerade. Mal spawnen. Muss ja eh laden.
So. Dauert kurz hier, wie gesagt. Ja, schauen wir mal. Das dauert aber lange, ja. Mein Gott. So. Jetzt geht's. Oh, schauen wir mal, was hier anders ist. Oh, sehr interessantes Design, dass es so geriffelt ist. Ah, naja. Ich hätte noch ein paar Mal Notemmer dran gemacht. Naja, schauen wir mal, was uns hier noch überrascht. Achso, hier haben wir Spiegel, sehe ich gerade. Keine Mirrorcams. Okay. Das ist ja auch interessant, dass der normale Spiegel hat. Er scheint die Gänge richtig anzuzeigen. Warum macht der Solo-Bus das nicht? Hä? Muss ich nicht verstehen. Oh, naja. Ja, kann man sich mal holen, wenn man das möchte, wenn man Iveco-Fan ist. Ja, geht schon mal. Würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat von diesem kurzen Let's Play, lasst ja gerne ein Abo da. Einen Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.